Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass sie nachts raus musste, sich mit den Händen an die Wand stellen und da musste sie dann stehen bleiben. Gewalt an Verschickungskindern. Alles Einzelschicksale. Wir haben bei einer Betroffenen nachgefragt. Seit Beginn der 50er Jahre wurden Kinder auf Kur geschickt. Bis in die 90er Jahre reisten Millionen von ihnen über mehrere Wochen in Verschickungsheime. Monika Fischer war eines von ihnen. Sie wurde für 4 Wochen über Weihnachten auf Kur geschickt, um zuzunehmen. Ich kann mich an diese lange Busfahrt erinnern und an den ersten Tag, dass es da ja, ganz fürchterlich kalt war, dass es ganz fürchterliche Sachen zu essen auch gegeben hat. Das heißt, ich kenne das von meiner Großmutter, dort wurde ja auch geschlachtet früher. Und wenn man dann so diese Tiere, ja, das war ein ganz fürchterlicher Geruch, so nach abgebranntem Fleisch irgendwie so. Und ich musste dann den ganzen Tag vor diesem Essen sitzen, weil ich es nicht gegessen habe. Monika Fischer ist in Wismar aufgewachsen. Zur Kur wurde sie ins Kindererholungsheim Harzland in Trautenstein im Ostharz verschickt. Die Erfahrungen von damals prägen sie bis heute. Meiner Erinnerung nach waren das mehrere Räume. Ich habe mit meiner Erinnerung mit 4 Mädchen zusammen in einem Zimmer geschlafen. Und es waren auch ganz fürchterliche Duschräume. Das weiß ich auch noch. Ja, da mussten wir uns alle auf duschen und viele dieser Mädchen konnten sich nicht, also wie sagt man, Körperpflege, das heißt Nägel schneiden, Haare kämmen, das war eigentlich bei vielen noch gar nicht so drin. Und wie rabiat die dann mit denen umgegangen sind. Und die beiden Mädchen auf der linken Seite von dem Foto, die kamen aus Rostock, soweit meine Erinnerung stimmt. Und mit denen hatte ich mich so ein bisschen angefreundet. Die auf der linken Seite war sehr forsch und das fand ich richtig gut. Und da ich meinen Mund auch selten halten konnte, waren wir beide mal dran. Das heißt, ich kann mich an eine Sache erinnern, dass sie nachts raus musste, sich mit den Händen an die Wand stellen. Und da musste sie dann stehen bleiben, weil sie gerufen hatte. Dann weiß ich, dass man einem Mädchen auch, jetzt bin ich wieder in dieser Waschstadtsituation, die Nägel mit Wachenwacht geschnitten hat, und sie konnte das nicht. Und ich sehe diese Frau manchmal, Entschuldigung, eine große Frau mit Dauerwelle, die immer an uns rumgezupft hat, also so gekniffen hat und uns so gestürzt hat. Und, aber wie gesagt, das fand ich, das habe ich heute manchmal noch so, ne? Das so dieses so Anfassen, so, das geht gar nicht bei mir, ne? Oder so ins Gesicht, ne? Weil man mir ins Gesicht fest. Ich weiß nicht, was sie da wollte, aber auf jeden Fall geht es nicht, dass man mir ins Gesicht fest. Lange spricht Monika Fischer mit niemandem über ihre Erfahrungen. Sie verdrängt die Erlebnisse. Erst als sie wieder zur Kur muss, kommt vieles wieder hoch. Das kam erst viel später, als dann mal eine Kur anstand. Und da habe ich erst gesagt, ja, das war nach einer Operation, sollte ich dann zur Kur. Und ich habe mich mit Händen und Füßen geweigert, aber es musste sein, weil ich habe mich nicht erholt nach dieser Geschichte. Und das war dann auch so ein bisschen, wo kommst du da hin? Was machen die da mit dir? Und das war immer das Gefühl, ich kann da nicht weg. Monika Fischer ist Teil der Initiative Verschickungsheime. Peter Krause ist Verbandsleiter für Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Für ihn wird aus ersten Treffen von ehemaligen Verschickungskindern deutlich, dass die Unterdrückung System hatte. Man hat schon daran gezweifelt, ob man das wirklich erlebt hat, ob man sich es nicht nur eingebildet hat. Weil es wurde einem ja nicht geglaubt. Die Eltern haben es nicht geglaubt. Es wurde verdrängt. Und jetzt ist eben dieses Gefühl da, ja, ich habe es erlebt, ich habe es mir nicht eingebildet. Es gibt hier eine große, man kann jetzt schon fast sagen, eine ganz große Gruppe. Auch Peter Krause wurde als Kind zur Kur verschickt. Wie Monika Fischer hat er Gewalt gesehen und erfahren. Ich habe aber gesehen, wie am gleichen Tisch ein kleiner Junge, der war satt, der konnte nicht mehr essen. Dann haben sich zwei dieser Tanten rechts und links neben ihn gesetzt. Die eine hat ihm den Mund aufgehalten und die andere hat ihm dann das Essen eingelöffelt. Der hat geweint, dann hat er schließlich erbrochen und dann wurde ihm, und das ist eigentlich unfassbar, dann wurde ihm das Erbrochene wieder eingelöffelt. Monika Fischer erreicht nicht das Ziel. Statt zuzunehmen, nimmt sie sogar ab. Auch in der Schule wird sie schlechter. Mit ihren Eltern spricht sie nicht über ihre Erfahrungen, wie viele Verschickungskinder. Dann durften wir Briefe schreiben, die wurden dann kontrolliert, was wir geschrieben haben. Und ich habe natürlich alles geschrieben und dann wurde der Brief konfisziert und dann wurde gesagt, wenn ich das weiterhin so mache, darf ich nicht mehr schreiben und meine Eltern müssten die Kur bezahlen oder ich war, oder man sperrt die Eltern ein, weil ich da Unsinn gemacht habe. Ja, so eine Sachen haben die uns jetzt. Wir dürfen zu Hause auch nichts erzählen, was ich natürlich auch nicht gemacht habe. Weil die wussten schon, dass da was nicht in Ordnung war, ne?
Die Initiative Verschickungsheime geht von schätzungsweise 100 Kinderheimen in der DDR aus. Sie fordert eine wissenschaftliche Aufarbeitung sowie Denktafeln vor ehemaligen Kinderheimen, die heute noch existieren. Monika Fischer wird weiter zu den Treffen gehen und von ihren Erfahrungen erzählen.